In der Regel ist die Frage immer die gleiche: Welcher Lader ist besser? Die Frage werdet ihr euch sicherlich auch gestellt haben, deswegen habt ihr ja auf dieses Video geklickt. Und ich versuche das jetzt hier an dieser Stelle mal zu beantworten. Ich habe hier so eine Range von, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Turboladern im Bereich von 500 PS. 550, einer vielleicht 450. Und die Frage ist, welcher ist der beste Turbolader? Würde es einen super tollen Turbolader geben, dann hätten wir nur eine Turboladermarke im Sortiment. Die grundlegende Frage ist zunächst, was für einen Anwendungszweck habe ich, was für eine Einbaumöglichkeit habe ich und was passt überhaupt in mein Auto rein. Hier zum Beispiel ein Upgrade von einem Mitsubishi Evo. Und das ist jetzt ein MHI-Upgrade für den Mitsubishi Evo, Plug-and-Play verbaubar. Hier wurde die Abgasseite größer, das Mittelteil wurde größer, die Verdichterseite wurde größer. Es wäre in meinen Augen irrsinnig, einen anderen Krümmer zu verbauen mit einem anderen Turbolader, wenn ich einen Output von ungefähr 550 PS versuche zu erzielen, das gleiche aber erreichen kann mit einem Turbolader, der Plug-and-Play verbaubar ist. Das heißt, habe ich einen Leistungswunsch, den ich mit einem Plug-and-Play-Turbolader abdecken kann, und es gibt verschiedene Hersteller von Plug-and-Play-Turboladern oder einen, dann tendiere ich doch eher dazu, die Lösung zu nehmen, die mir den wenigsten Einbauaufwand erzeugt. Bin ich dann an dem Punkt angekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte aber viel mehr Leistung fahren als alles, was mir ein Plug-and-Play-Turbolader oder ein Upgrade-Turbolader bietet, dann komme ich in die Richtung universelle Turbolader. Und dann geht es so ein bisschen auch wieder da um die Einbausituation. Das heißt, baue ich mir einen Krümmer selber, kann ich den Flansch bestimmen. Ich kann sowohl einen T4 Twinscroll Flansch benutzen, ich kann einen Vibahn Flansch benutzen, T3, T25, was auch immer. Oder ich habe die Situation, ich baue mir gar keinen Krümmer und ich habe einen Krümmer, wo ich vorgegebenermaßen einen T3 Flansch dran habe, T4 Flansch oder V-Band. Das heißt, ich bin da schon wieder limitiert und muss mir von den Turboladern die aussuchen, die zum Schluss noch passen, die ich überhaupt verbauen kann. Hosenrohrseitig ist es meistens egal. Die meisten kommen da jetzt mittlerweile mit einem 3 Zoll V-Band. Das ist in der Regel selbst gebaut und auch relativ einfach. Außer halt wieder bei Upgrade-Turboladern. Und dann kann ich da schon mal anfangen auszusortieren, welche Lader passen überhaupt. Welche bieten mir überhaupt das Flanschbild, was ich brauche, um meinen Turbolader zu montieren. Als nächstes komme ich auf die Baugröße. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel den Turbolader von Owen Developments. Wenn ich mir den mal vergleiche mit dem GTX Gen 2 von Garrett, die sind beide unterschiedlich groß. Das heißt, ich habe einen relativ kompakten Turbolader und ich habe auch einen Turbolader, der relativ groß ist. Jetzt muss ich mich entscheiden, habe ich den Platz, um noch die Auswahl zwischen beiden zu treffen. Wenn ich das getan habe und ich sage jetzt mal platzmäßig die Lader aussortiert habe, die noch passen, dann geht es jetzt los. Es gibt gleitgelagerte Turbolader, es gibt kugelgelagerte Turbolader. Kugelgelagert gibt es in einzeln, doppelt, dreifach, keine Ahnung, ob schon jemand vierfach gebaut hat, wie auch immer. Ganz einfach gesagt ist ein Kugellager das Lager, welches schneller den Ladedruck aufbaut. Und wir sprechen hier nicht von Ansprechverhalten, dass der Lader früher hochdreht, sondern ein Kugellager funktioniert so, dann wenn die Abgasmenge da ist, baut dieser Turbolader den Ladedruck schneller auf. Jeder hat da so ein bisschen seine Meinung, aber meine Meinung ist, ein Kugellager ist doch empfindlicher. Ich muss auf ein Kugellager einfach mehr aufpassen. Kugellager muss ich zum Beispiel mit einer reduzierten Ölmenge fahren, deswegen haben die Turbolader alle einen Restriktor drin mit einer sehr kleinen Bohrung. Dadurch habe ich die Gefahr, dass ich schneller zu einer Verstopfung komme und zu einem Ölmangel im Turbolader. Ich habe generell viel mehr Bauteile da drin. Ich habe ganz viele kleine Kugeln, die anfälliger sind. Das sind alles so ein paar kleine Kleinigkeiten, wo ich persönlich sage, ein Kugellager ist grundsätzlich anfälliger. Es ist, wenn man es vernünftig fährt, auch eine Sache, die ewig halten kann, keine Frage. Was habe ich damit vor? Nehme ich vielleicht doch manchmal ein robustes Gleitlager, statt mich unbedingt auf ein Kugellager zu stürzen? Und wie oft brauche ich diesen Punch des Ladedrucks? Muss der immer sofort da sein? Ich entscheide mich beim Verdichterrad zum Beispiel für ein normales Gussverdichterrad, für ein gefrästes Verdichterrad, was leichter ist und deutlich in der Regel effizienter ist, oder auch für ein geschmiedetes Verdichterrad. Und hier bitte nicht vergessen, ein gefrästes Verdichterrad ist noch lange kein geschmiedetes Verdichterrad. Da gibt es Unterschiede. Man muss darauf achten, dass das Verdichterrad auch wirklich geschmiedet ist. Bei den Großserienherstellern, wenn wir jetzt von BorgWarner der SXE-Serie sprechen, bei den Airworks, bei den EFRs, bei den
Garrett G25, Garrett GTX etc. sind alles geschmiedete Verdichterräder verbaut. In vielen Upgrades sind es gefräste Verdichterräder, aber nicht geschmiedet. Geschmiedet heißt, das Material wird zusammengepresst und in so eine Form gepresst und wird dann erst gefräst. Und durch diesen Pressvorgang ist das Material, also das Aluminium, in dem Fall stabiler. Was mir die Möglichkeit bringt, in höheren Ladedruckbereichen effizienter zu arbeiten, also beziehungsweise höhere Ladedruckbereiche standzuhalten. Der Turbolader ist dann in der Lage, ich sage jetzt mal ganz pauschal, Ladedrücke über 2 Bar auch zu handeln. Das können auch sicherlich ein paar Gussräder, aber in der Regel sagt man so, alles was über 2 Bar fährt, wäre es ratsam, ein geschmiedetes Verdichterrad zu verwenden. Im nächsten Schritt fange ich an zu vergleichen, welche Materialien möchte ich. Möchte ich ein Edelstahl-Abgasgehäuse? Möchte ich unter Umständen eine Aluminium-Rumpfgruppe? Möchte ich eine Edelstahl-Rumpfgruppe oder möchte ich, also ist mir, ich sage jetzt mal gelinde gesagt, das Material völlig egal. Ich will einfach nur, dass der Turbolader passt und funktioniert. Merkmal für die G25 Turbolader wäre jetzt zum Beispiel genauso auch zur GTX Gen 2 Reihe. Ich kann diese Lader auch als Reverse-Turbolader bekommen. Das heißt, die Standarddrehrichtung eines Turboladers ist immer rechts rum und ich kann die dann auch links rum drehen bekommen. Das heißt, ich habe dann auch das andere Verdichtergehäuse, wo der Schnorchel praktisch in die andere Richtung rausgeht. Das kann bei V-Motoren-Anwendungen sehr praktisch sein. Das kann in manchen Anbausituationen bei Fahrzeugen sehr praktisch sein. Muss aber nicht. Das heißt, ich kann diese Turbolader durchaus verwenden, wenn ich denn diesen technischen Anwendungszweck benötige. Und dann fallen auch schon wieder alle anderen raus. Dann suche ich mir einen aus von den GTX Gen 2 oder G25, je nachdem, was ich da von der Technik her besser finde. Aber es fällt raus. Bei den BorgWarner EFR Turboladern habe ich die Option, mit internem Wastegate und Twin-Scroll-Abgasgehäuse zu fahren. Wir haben das hier so ein bisschen sichtbar dargestellt. Wir haben hier ein Single-Scroll-Abgasgehäuse, das heißt ein Kanal. Twin-Scroll-Abgasgehäuse, 2 Kanäle, funktioniert bei 6 Zylindern, bei 8 Zylindern etc. Üblicherweise meistens bei den 6 Zylindern, sehr selten bei 4 Zylindern. Verbessert das Ansprechverhalten des Turboladers. Und BorgWarner, die EFR-Serie, hat jetzt dieses Feature rausgebracht, zu sagen, wir bringen das Ganze als Twin-Scroll-internes Wastegate, weil normalerweise bei einem Twin-Scroll-Turbolader brauche ich 2 Wastegates. Das heißt, ich habe hier 2 Kanäle, ich muss auch mit 2 Wastegates arbeiten. Die Variante, mit 2 Wastegates zu arbeiten, ist A, ein Platzproblem und B, auch wieder ein Kostenfaktor. 2 Wastegates kosten extrem viel Geld. Das heißt, möchte ich zum Beispiel Kugellager, Twin-Scroll und internes Wastegate, um mir die Kosten für 2 externe Wastegates zu sparen oder den Platz zu sparen, komme ich an einem BorgWarner EFR mit Twin-Scroll und internem Wastegate nicht vorbei. Die G25 Turbolader, ähnlich auch wie die EFR Turbolader, haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Wasseranschlüsse verschieden zu besetzen. Wir haben hier verschiedene Ports. Das eine ist eine Verschlussschraube, das andere ist der Einlass. Ich kann jetzt die Verschlussschraube hier rübersetzen, so dass ich mit meinem Wasseranschluss an ein oder anderen Stelle nicht mit irgendwas anderem in die Quere komme. Die Frage, die jetzt vermutlich noch offen sein wird, ich suggeriere jetzt mal, dass es in den Kommentaren kommen würde, ist, welcher Turbolader ist denn haltbarer? Und auch hier bin ich der Meinung, wenn man sich unter den Klasseherstellern, die es jetzt nun mal am Markt gibt und die Hersteller, die wir bei uns vertreiben, wenn man sich daran orientiert, sind die alle gleich haltbar. Sicherlich verwenden die Hersteller unterschiedliche Materialien im Abgasbereich, im Lagerbereich etc. Ich muss auch die Grenzwerte der jeweiligen Turbolader einhalten, die angegeben sind für die Temperaturbeständigkeiten. Ich muss den Ölwechsel durchführen, oft genug. Ich muss darauf achten, dass ich die Wasserkühlung anschließe bei Turboladern mit Wasserkühlung. Das sind alles so ein paar Punkte, die ich berücksichtigen muss, und dann kann ich jeden Turbolader gleich haltbar fahren. Das ist einfach so ein bisschen unsere Antwort dazu. Es gibt nicht dieses Thema, das ist haltbarer. Ich habe jetzt eine Menge erzählt und ich hoffe, ich habe zusammenfassend den Eindruck vermitteln können, dass die Wahl des richtigen Turboladers nicht eine Frage ist, welcher ist der bessere Turbolader, sondern eine Frage, wo, an welcher Stelle verwende ich meinen Turbolader und welche Anforderungen habe ich an den Turbolader, den ich verbauen möchte. Die Auswahl ist groß, die Features sind
unfassbar viele, von einfach nur ein Turbolader mit Ölkühlung bis zu ein Turbolader mit integriertem Pop-Off, angeschraubtem Taktventil, Port für Drehzahlsensor etc. Wenn ihr spezifische Fragen habt, sind zum einen genau dafür, für die Wahl des richtigen Turboladers, unsere Kollegen in der Technik für euch da. Und zum anderen könnt ihr eure Kommentare in dem Video schreiben. Kommentiert einfach, sagt, ich habe die und die Frage, geht doch mal bitte im nächsten Video auf das und das ein. Wir freuen uns, wenn wir da ein bisschen Feedback von euch bekommen, um die interessanten Videos zu machen. Und ich bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.